Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband. Gefühlte 40 Grad. Volle Konzentration. Der Rennanzug sitzt. 30 Kilometer nordwestlich von Freiburg im Schwarzwald. An einem Sonntag im Juni 2011. Ja, so ein alter Hase bei uns, das ist ein richtiger Kämpfer. Gestatten Klaus Lungershausen, Paracycler. Dem liegt allerdings unsere Strecke nicht so besonders, die ist zu eckig. Da muss er zu viel mal abbremsen und dann wieder antreten. Er mag es lieber steil und weitläufiger. Doch das ändert nichts an der professionellen Einstellung des Frankfurters. Auch hier im Schwarzwald sind daher alle Familienmitglieder im Gepäck. Ehefrau Melanie und die Kinder Kevin und Kim sind seine größten Unterstützer. Wenn die Familie nicht dahinter stehen würde, ging es sowieso nicht. Und das ist immer, ja, man muss immer ein bisschen Spagat machen. Diesen Spagat macht der 43-Jährige gerne und mit großem Erfolg. Bei den Paralympics in Sydney 2000 gewinnt er 2 Silbermedaillen. Bei Welt- und Europameisterschaften hat er 5 weitere Male Edelmetall gesammelt. 1995 bei einem Rennen in der Amateurliga stürzt Klaus Lungershausen in der Abfahrt. Der Unfall führt zu einem Schädel-Hirn-Trauma und einer Halbseitenlähmung. An einen Weg zurück in den Radsport hat er danach nicht mehr geglaubt. Es war mir eigentlich klar, dass der Radsport für mich passé war, weil ich relativ lange im Krankenhaus war, in Reha-Klinik. Da ging dann ein Dreivierteljahr rum und mir war es klar, dass ich dann mit Radsport eigentlich nichts mehr zu tun habe. Aufgeben kam für ihn aber nicht in Frage. Er steigt wieder aufs Rad. Mit der Zeit, wie ich dann öfter gefahren bin, habe ich gemerkt, dass ich dann auch wieder besser gefahren bin. Meine Kumpels, die mich am Anfang abgehängt haben, konnte ich dann wieder abhängen. Und dann kam dann irgendwann wieder mal der Renngedanke auf. Klaus Lungershausen arbeitet Vollzeit als Labortechniker in Maintal. In der Vorbereitung auf Großevents gibt ihm sein Arbeitgeber auch mal frei und unterstützt ihn großzügig für seinen Traum London 2012. Medaille wäre natürlich insgesamt schon sehr schön. Ich bin jetzt auch schon nicht mehr der Jüngste und Medaille wäre schon klasse. Es werden wohl seine letzten Paralympics. Für das Projekt Medaille ziehen in der Familie Lungershausen daher nochmal alle kräftig an einem Strang. Die radsportverrückte Nation Großbritannien erwartet ihn. Also bis London dann. Tschüss. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Deutschen Apothekerverband.